Jo, Freunde, der Weihnachtscube wieder am Start. Erstmal wieder ein riesengroßes Dankeschön an alle fleißigen Helfer da draußen, die mir immer wieder bei Instagram oder in den YouTube-Kommentaren wirklich weiterhelfen und Informationen für die Community selbst zusammentragen. Darum, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal kostenlos oder auch unten in der Videobeschreibung verlinkt mein Instagram, alles ohne Kosten. Und dort werden dann auch Breaking News veröffentlicht. Es gibt derzeit Daily Uploads in Sachen Gaming, Livestreaming und natürlich PS5-Informationen. Das ist ja ganz klar, das ist ja derzeit auch das Hauptthema, denn jeder von uns möchte ja noch eine PlayStation 5 haben. Und auch wenn ich schon meine habe, reiße ich mir trotzdem den Arsch für euch oder dich auf. Geil, oder? Und jetzt ab dafür mit dem Video. Jo, Freunde, in diesem Video nochmal kurz zusammengefasst, sämtliche Indizien und Gerüchte, die auf die vierte Welle deuten. Der heißeste Tag ist jetzt wohl tatsächlich morgen, der 21.12. In diesem Video werden wir sonst alles zusammenfassen. Eure Meinung ist sehr, sehr wichtig, also schreibt sie gerne in die Kommentare rein, was ihr von allem haltet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, kommen wir also zu den etwas, ja, unerfreulicheren Nachrichten. Es gibt nämlich eigentlich gar nichts Neues. Tatsächlich wirklich nichts. Und darum fassen wir jetzt erstmal die aktuelle Situation zusammen, auf was wir schließen können und wann die vierte Welle dann eventuell schlussendlich ist. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Sherlock Holmes spielen und selber zum Insider werden, Alter. Und das kriegen wir auch hin, denn ich habe eine Vermutung tatsächlich. Aber kommen wir erstmal, ne, man zäumt das Pferd von vorne auf. Also, die vierte Welle fand nicht statt. Selbst Roberto, unser Insider, hat sich da kläglich vermacht, ist anscheinend selber in eine Fake-News-Falle gefallen und hat jetzt natürlich seinem Ruf stark geschädigt. Das heißt, seinen Aussagen kann man zwar weiterhin in etwa vertrauen, man muss sie allerdings skeptischer betrachten als vorher. Denn wo vorher er eine Trefferquote von fast 100% hatte, jetzt nicht mehr so, ne? Denn nachweislich gab es leider nichts zum Verkauf Angebotenes. Und nein, ich rede ja nicht von den gebrauchten Konsolen, die ab und zu mal wieder bei Amazon reingestellt werden. Das ist fast bei jedem Händler so, dass ab und zu mal irgendwo eine Konsole reingestellt wird. Wir reden hier wirklich von einer vierten Welle, die bis dato, bis hierhin, wenn ihr dieses Video pünktlich am 20.12. seht, nicht stattgefunden hat. Aber wann ist sie denn jetzt eigentlich? Und das ist das Riesenproblem. Wir haben kein offizielles Statement. Es weist nichts mehr auf eine neue Welle in den nächsten Tagen hin, bis auf natürlich Support-Aussagen, also Mitarbeiter-Aussagen. Und holy shit, jeder, der jetzt schon länger in dieser Community am Start ist, weiß, was das für eine Scheiße ist. Wir haben, ich glaube, mittlerweile hunderte Mitarbeiter-Chats und das Schlimme ist, fast jeder sagt was anderes, gerade in Bezug auf Amazon. Ich weiß nicht, was in dem Laden drin ist, ich habe mich jetzt mal mit ein paar Leuten unterhalten und tatsächlich ist es wohl auch so, das ist tatsächlich auch eine gängige Methode. Ich habe nämlich einen Kumpel, der auch im Einzelhandel unter anderem arbeitet oder auch im Callcenter. Und tatsächlich ist es eine gängige Methode, Falschinformationen rauszugeben, da die Bewertung des Support-Mitarbeiters ja unmittelbar nach dem Gespräch stattfindet, eine Information rauszugeben, die dem Kunden in erster Linie erfreuen wird, ja. Das heißt, er freut sich, er findet das Gespräch empfindet das Gespräch automatisch als positiv und gibt eine positive Bewertung ab. Er kann diese Bewertung im Nachhinein wohl nicht mehr ändern bei Amazon. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Und tatsächlich läuft das wohl darauf hinaus, dass dann viele Amazon-Mitarbeiter, bevor sie euch gar nichts sagen, es gab auch viele ehrliche Mitarbeiter, die gesagt haben, passt auf, Freunde, wir wissen es einfach nicht, wir haben keine Informationen. Aber es gab eben auch viele, die einfach gesagt haben, ja, aber halt, ihr seid jetzt im Auge, es geht jeden Moment los oder es geht an dem und den Tag los zu der und der Uhrzeit. Und natürlich freut man sich dann, denkt sich, oh, geiler Mitarbeiter, den bewerte ich heftig. Ich schreibe dem Cube und dann gehe ich auf den Cube auf Instagram und sehe dutzende Nachrichten, die entweder dasselbe sagen, was völligst anderes, was ähnliches, was komplett obstruses. Wir hatten sogar schon Daten genannt im März nächsten Jahres, erst im Sommer nächsten Jahres. Komplett bescheuert. Ihr müsst euch mal überlegen, da wäre ja über eine Vierteljahr Wartezeit, bis man das Ding bestellen kann. Das wäre ja komplett bekloppt. So, also wir haben komplett widersprüchliche und obstruse Nachrichten bekommen. Und schlussendlich kein offizielles Statement. Das ist nicht mal schlimm, dass wir kein offizielles Statement haben. Denken wir nur mal an Welle 3.5 an sich selbst zurück. Das war 16 Uhr am Tag vorher wurde das angekündigt. Wenige Stunden bevor die Welle gestartet hat. Niemand wusste, wo das Kontingent überhaupt her ist. Also in Sachen Spontanität sind die Wellen jetzt nicht gerade schwierig. Das heißt, niemand kann sagen, dieses Jahr gibt es keine Welle mehr, weil es könnte jederzeit spontan das Statement endlich kommen. Wir haben sogar offizielle Aussagen von Händlern, dass der Großteil des Kontingentes für die vierte Welle sogar schon eingetroffen ist, die aber weder sagen dürfen, wann oder wie es verkauft wird, weil sie die Freigabe von Sony nicht haben. Und wir haben immer noch das offizielle Statement von Sony selbst, dass Mitte, Ende Dezember die vierte Welle stattfindet. Die Indizien, die sind halt immer noch in die Richtung, ja, dieses Jahr. Aber jeder Tag, der ab jetzt vergeht, der deutet natürlich darauf hin, dass die vierte Welle erst nach Weihnachten startet. Dennoch haben wir ja immer, wenn ihr dieses Video pünktlich am 20.12. seht, den Sonntag, den 4. Advent, übrigens fröhlichen Advent, meine Freunde,
haben wir immer noch den Montag, den Dienstag und den Mittwoch vor Weihnachten für eine Vorbestellung. Natürlich ist es klar, wenn ihr jetzt in den Tagen vorbestellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zu Weihnachten da ist, quasi bei null. Das heißt, ihr werdet sowieso erst nach Weihnachten bis irgendwann im Januar beliefert. Das ist ja ganz klar. Da wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen. Aber die Chance, dass die vierte Welle eben in den nächsten Tagen startet oder dann in den Tagen nach Weihnachten startet, ist natürlich sehr groß. In den Weihnachtsfeiertagen selber nicht. Das wäre ja absolut bescheuert, weil ich hoffe mal, dass da auch alle zumachen. Beziehungsweise, weil wenn da, stell euch mal vor, in den Weihnachtsfeiertagen wäre die Vorbestellerwelle, du sitzt so mit deiner Familie an deinem großen Tisch. Du isst gerade, hast den Emin-Bot hoffentlich online, ja? Und plötzlich kommt diese Rene, du springst auf, schmeißt den Tisch um, Alter, rennst an einen Rechner und plötzlich geht der Vorverkauf los. Wäre jetzt nicht so gut für das Familienbeisammensein, würde ich schätzen. Aber man weiß nie, so bekloppt wie die Situation ist, ist es natürlich nicht undenkbar quasi. Ja, die Taktik der Händler scheint ja darauf hinauszulaufen, eben die Scalper umgehen zu wollen, also die den Bot benutzen, die PlayStation kauft. Ja, der Emin-Bot, den ich euch immer wieder verlinke, der gibt euch ja nur die Verfügbarkeit an und gibt euch den Link aus, wo ihr die schnell kaufen könnt. Und da ist es wohl die Taktik der Händler, zum einen den Kunden komplett auf den Sack zu gehen, den Kunden zu stressen und absolut auf der Nase rumzutanzen. Grüße gehen raus an Amazon. Oder, und eigentlich natürlich den Scalpern allerdings auch aus dem Weg zu gehen. Das bedeutet, die Warterei könnte sich natürlich am Ende für den Kunden lohnen, denn das Scalper-Netzwerk kann sich eben nicht so großflächig auf einen direkten Kauf der PlayStation vorbereiten mit den Bots. Die müssen auch sehr spontan agieren und vielleicht haben mehr normale Kunden dann eben die Chance, eine PlayStation 5 vorzubestellen. Aber wie steht's denn jetzt eigentlich um die Wahrscheinlichkeiten? Tatsächlich, die einen Gaming-Seiten sagen jetzt, es ist eher unwahrscheinlich. Die anderen sagen, doch, das ist definitiv noch dieses Jahr. Und ich stehe jetzt halt auch als News, also ich bin ja nicht nur News-YouTuber, ich mache ja auch Gaming. Und übrigens nochmal großes Dankeschön, dass das letzte Video verhältnismäßig wirklich gut bei euch angekommen ist, was Gaming angeht. Nochmal ganz großes Dankeschön dafür. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du mich nach dem Ganzen noch mit meinem Gaming-Stuff unterstützen würdest. Aber kommen wir wieder zurück zur PS5. Ist es sehr, sehr schwierig tatsächlich einzuschätzen. Ihr könnt mir, da ist eure Meinung tatsächlich sogar sehr wichtig. Wir müssen jetzt alle Gedankengänge zusammentragen. Egal wie pessimistisch du eingestellt bist, teil mir deine Meinung mit. Egal wie optimistisch du bist, teil mir deine Meinung mit. Schreibt es wirklich mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie die Situation sich jetzt auflösen wird. Wird es noch eine spontane Welle, so wie Welle 3.5, beste Beispiel, noch vor Weihnachten geben? Glaubt ihr daran? Sagt ihr, nee, Cube, das wird wahrscheinlich erst zu nach Weihnachten was oder geht ihr sogar erst vom nächsten Jahr, dann wahrscheinlich in den ersten zwei Januarwochen aus? Das würde mich echt mal interessieren und dann habe ich sehr viele Gedankengänge, denen ich folgen kann. Ihr könnt mir auch gerne bei Instagram schreiben oder auch eine Sprachnotiz da schicken, kein Problem. Ich höre mir eigentlich alles an und ich lese mir auch alles durch. Im Nachhinein kann ich nicht immer auf alles antworten, weil ich dann meistens so, weiß ich nicht, 100, 150 Nachrichten habe und es ist ein bisschen schwierig, das alles rauszufiltern. Aber prinzipiell lese ich mir aber alles durch und im Nachhinein versuche ich auch so vielen wie möglich zu antworten und natürlich, wenn ich jetzt aber 10-mal dieselbe Meinung bekommen habe, dann mache ich meistens so eine Insta-Story, wo ich etwas zusammenfasse. Aber das würde mich mal wirklich interessieren, denn habe ich sehr viele Meinungen, auf die ich zurückgreifen kann und dann wieder ein neues Video. Schließlich kann ich dann in dem neuen Video auch darauf eingehen, ich habe selber neue Gedankengänge und dann kann man das natürlich ganz anders schlussfolgern. Schlussendlich, ja, es ist richtig, wir haben noch Indizien, die jetzt auf den 21.12. schließen, also auf morgen. Wir haben aber auch noch Indizien, die auf den 28.12. schließen, also nach den Weihnachtsfeiertagen. Wir haben die Aussagen von Support-Mitarbeitern, dass es zu Weihnachten, gegen Weihnachten soll das wieder alles am Start sein. Wir haben aber keine genauen Daten. Was könnt ihr jetzt machen, um eine PlayStation 5 zu bekommen? Und das ist halt die große Frage und das ist nicht so einfach. Denn wenn ihr daran glaubt, also ihr seid sehr optimistisch eingestellt, ich würde es tatsächlich so machen. Ich bin so ein Verrückter. Wie gesagt, ich habe meine PlayStation 5. Aber ich mache das ja die ganze Zeit schon für euch. Bedeutet, ich habe die ganze Zeit Emin-Spot offen. Wie ein Dummer läuft der bei mir durch. Ich habe die ganze Zeit sämtliche News-Seiten offen, die ich refreshe. Ich habe meine Insider offen, die ich die ganze Zeit refreshe. Ich habe meine Quellen offen, die ich die ganze Zeit refreshe. Das heißt, mein Rechner läuft eigentlich derzeit seit über anderthalb Wochen durchgehend ohne eine Pause, damit ich für euch die Informationen zusammentragen kann. Und da kommt natürlich auch wieder ihr ins Spiel. Wenn ihr irgendwas gehört habt, wenn ihr irgendwas mitbekommen habt, vielleicht auch nur ein Gerücht, aber vielleicht haben das auch andere gehört, vielleicht kann es dann von unabhängigen Quellen bestätigt werden, schreibt mir das bitte auch gerne bei Insta oder auch halt in die YouTube-Kommentare. Schlussendlich liegt es jetzt, wenn wir schon keine offiziellen Statements und Informationen bekommen, in unserer Verantwortung, uns die Informationen dann eben,
mit ein bisschen Gewalt zu holen. Also nicht Gewalt im Sinne von hau drauf, sondern einfach nicht mehr locker zu lassen. Wir sind uns jetzt selbst verpflichtet. Wir werden jetzt in dieser Community selber versuchen, diese Informationen so lange zu filtern, bis wir den genauen Tag des PlayStation 5 Releases haben, also der vierten Welle. Und wenn, wie gesagt, du da nichts mehr verpassen möchtest und mit dabei sein möchtest, dann abonnier diesen Kanal gerne kostenlos oder eben auch Instagram. Ich würde euch wirklich gerne genaueres sagen oder auch mehr sagen, aber schlussendlich gibt es auch nur weitere schlechte Nachrichten. Mediamarkt und Saturn hat die E-Mail rausgegeben, dass es jetzt eben so aussieht, dass niemand mehr dieses Jahr beliefert wird. Tatsächlich laut Gerüchten wohl mit einem Zufallsgenerator wurde überhaupt noch ausgelost, wer dieses Jahr überhaupt noch seine PlayStation 5 bekommt. Der Rest eben alles erst nächstes Jahr. Bedeutet natürlich, wenn da schon diese riesen Auslieferungsprobleme sind, wie schon vorhin erwähnt, selbst wenn die Welle jetzt die nächsten Tage ist, werdet ihr dieses Jahr sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr beliefert werden. Außer ihr habt Glück und Amazon liefert noch sehr schnell aus. Auch die sind jetzt natürlich auch durch den Corona-Lockdown noch gestresster, weil die noch mehr ausliefern müssen, weil noch mehr bestellt wird. Ich würde sagen, das war es erstmal wieder mit dem Cube. Sollten sich spontan irgendwelche Informationen ergeben, wie gesagt, auf Instagram werden die sofort geteilt. Ja, das heißt, wenn der Vorverkauf startet, dann mache ich dazu zwar ein Video, aber da ist es meistens zu spät, wenn ihr es seht. Darum auch Instagram, wenn da seht ihr es sofort. Ihr bekommt die Push-Up-Benachrichtigung aufs Handy, Glocke aktivieren und was man da nicht alles machen kann. Ne, auch auf dem Kanal, geil, Bombe. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video, das war's mit dem Cube. Bis dahin, ich bin raus und tschüss.